So, hallo, hallo, herzlich willkommen bei diesem neuen Video, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du kannst alles sein, was du willst und damit kannst du dir alles manifestieren und kreieren in dein Leben, in deinem Leben erleben, in deinem Universum haben, was du nur möchtest. Du bist ein göttlich vorgestelltes Wesen ohne Limite. Du bist Energie, göttliche, perfekte, wunderschöne, erfüllte Energie in Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und wie kannst du jetzt Geld im Überfluss zu dir ziehen? Die kurze Antwort ist, vermisse Geld nicht mehr. Betrachte Geld nicht mehr als eine Substanz, als eine Energie, die von dir getrennt ist. Der einfachste Ansatz wäre zu sagen, ich bin Geld. Und wenn du Geld bist, wer bist du dann? Ich bin erfüllt mit unendlichen Möglichkeiten. Ich bin frei. Aha, wunderbar. Ich bin frei und ich bin erfüllt. Das ist mein Seinszustand, wenn ich Geld bin. So, das ist dein erfüllter Wunsch. Das ist dein Seinszustand. Jetzt musst du schauen, wo bin ich gerade? Wer bin ich gerade? Womit identifiziere ich mich gerade? Mit einer Person, die Geld vermisst und die von Geld nicht gewollt wird, die nicht gut genug ist für Geld im Überfluss, womöglich, die von Geld abgelehnt wird. Aber da weißt du ganz genau gleich, was in deinem Kopf läuft, wenn du das denkst. Ich bin eine Person, die von Geld abgelehnt wird, die nie genug hat, wo es nie genug ist. Dann sind es deine Ansichten. Geld ist nie genug da. Ich lehne Geld ab. Geld will mich nicht. Oder wenn du dir Fragen stellst, wie komme ich zu mehr Geld? Oder wenn du sagst, liebes Universum, bitte gib mir mehr Geld. Deine Energie, die du aussendest, ist immer, ich habe zu wenig Geld. Ich mache etwas falsch. Sag mir, wie soll ich zu Geld kommen? Was soll ich tun, damit ich zu Geld komme? Das sind alles diese Fragen, die sind so falsch. Wer darf ich sein? Dass ich von Geld geliebt werde, anerkannt werde, geschätzt werde. Ah, okay. Darf ich diese Person sein? Natürlich. Ich darf sein, wer ich will. Ich darf denken, was ich will. Ich darf mich fühlen, wie ich will. Meine Gedanken kreieren meine Gefühle. Erlaube ich mir das? Das ist die große Frage. Und wenn es halt, nein, weil... dann ist es eben so, dass es Nein ist. Es muss ein klares Ja sein. Du musst sagen, ich erlaube mir Geld im Überfluss. Ich erlaube mir das, weil ich bin ja Geld. Ich bin ja Geld im Überfluss. Ich kann mich ja gar nicht trennen von Geld, weil ich bin ja alles, was ich mir vorstelle. Und ich entscheide jetzt, dass ich mir vorstelle, dass ich Geld im Überfluss bin, dass ich eine Person bin, die Geld im Überfluss hat. Ich bin, was ich bin. Ich bin das Wesen, ich bin die Energie mit Geld im Überfluss. Vorher, weißt du, hast du dir ja schon überlegt, was heißt Geld für mich? Geld heißt für mich Freiheit, Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit. Oh ja, ich bin frei, ich bin selbstbestimmt, ich bin unabhängig. Nein, bin ich ja nicht, ich habe ja kein Geld. Und schon gehst du wieder zurück in diese andere Realität. Ist Identität, Realität ist Identität. Und sitzt da fest. Und du musst da raus, du musst wieder dich erheben in dein Divine Design, in dein göttliches Design. Mit den Affirmationen, wo du festlegst, wer du wirklich bist in Wahrheit. Ich bin alles das, was ich sein will. Ich bin Geld, ich bin Freiheit, ich bin Selbstbestimmtheit. Und damit kreierst du, durch diese Identität kreierst du Realität. Und wenn du klar hast für deinen Verstand, dass es so ist, dir keine Geschichten mehr erzählst,
die dich ins Zweifeln bringen, die dich in eine andere Identität bringen, eben wieder in die Identität, wo du kein Geld hast, bleibst du da. Und damit erzeugst du diesen energetischen Seinszustand, diese Identität. Eine Identität ist nichts als ein energetischer Seinszustand, der sich nachher manifestiert. Und er muss sich manifestieren, wenn du dabei bleibst in dieser Identität. Daraus generiert sich die Realität. Die Identität ist, Geld will mich, liebt mich. Geld gehört zu mir. Meine Identität ist erfüllt von Freiheit, von Selbstbestimmtheit, von Reichtum, von Wahrhaftigkeit, von Grenzenlosigkeit. Das bin ich, das ist meine Identität. Und wenn du da drin bleibst, dann werden sich Gedanken mehr und mehr daraus ergeben. Und du musst nicht fragen, wenn ich die bin, wenn ich die bin, wenn ich die Reiche bin, was mache ich dann? Sondern du hast schon die Antwort. Ich bin reich, ich bin geliebt, ich bin gewollt. Das habe ich alles so festgelegt. Ich muss nicht fragen danach. Ich lege es fest. Und wenn ich es festgelegt habe, dann kommt die Realität aus mir heraus. Das heißt, das, was ich tun möchte, was mich begeistert, weil ich nichts mehr tue, was ich nicht haben, machen will. Und das Ganze ist immer begleitet von Fülle, von Fülle, von Fülle. Ich bin in der Fülle, ich bin in der Fülle. Ich bin in der absoluten Fülle, das bin ich. Und dann, wie eine Person sich in dieser Fülle mit dir erfüllt, erfüllt sich Geld in dieser Fülle mit dir. Nur kannst du nicht sagen, ich vermisse Geld, ich brauche Geld, Geld mag mich nicht, Geld ist immer zu wenig. Sondern in dieser Realität, in der du sein willst, wo Geld im Überfluss kommt, kommen diese Gedanken automatisch zu dir. Sag, ich freue mich, wie Geld die ganze Zeit zu mir kommt. Geld ist mein natürlicher Zustand. Geldzufluss ist natürlich für mich. Sorglosigkeit ist natürlich für mich. Freiheit ist natürlich für mich. Erfüllt und sogar übererfüllt. Das ist ja auch nur ein Maßvorstand, den es in einem grenzenlosen, endlos erfüllten Universum gar nicht gibt. Ja, es ist nur wieder für mich, für meinen Verstand, immer wieder in diese Ausdehnung reinzugehen und zu sagen, es ist erfüllt, es ist über alle Maßen hin erfüllt, es ist übererfüllt, es ist mega erfüllt, es ist ultra erfüllt, es ist maxi erfüllt, es ist hyper erfüllt, aber erfüllt ist einfach erfüllt. Aber unser Verstand, der muss irgendwie diese Unendlichkeit dieses Universums packen können und du darfst Worte finden, die dich immer wieder dahin bringen, in diese unendliche Energie der unendlichen Potenziale und Möglichkeiten. Und damit bist du in der Erfüllung. Es ist der erfüllte Zustand. Nichts trennt dich mehr. Du bist hier und du bist sicher und du bist selbstsicher. Und das ist ein nächstes Video. Unser 2000 Abonnenten Gewinnspiel läuft noch. Like, klicke, teile. Teile meine Message, entweder indem du meine Videos teilst oder indem du auf deine Art und Weise dieses Wissen hier weitergibst und teilst, indem du vorlebst, indem du ein Beispiel bist, indem du präsent bist, indem du diese Freiheit für dich lebst und in anderen auch sehen kannst. Wir sind göttlich unendliche Wesen, wir sind geliebt, gewollt, immer perfekt, immer gut, immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und so leben wir hier in unserem erfüllten Wunsch. Wir sehen uns im nächsten Video.